Willkommen zurück bei 7 Days to Die in der Alpha 15. Wir sind unten raus aus der Höhle. Wieder dabei ist der Sören, der schon wieder ein Schwein jagt hier. Hallöchen. Wenn er noch bekommen hat. Ah, wunderbar. Wir machen hier noch die Stadt soweit fertig erstmal. Nur noch die kleine Ecke hier unten müssen wir machen. Und dann sind wir mit dem ganzen Kram hier durch. Weil Tag 7 ist ja auch heute und dann können wir auch so langsam dann wieder zurückgehen. Dass wir da ja, dann die Horde im Empfang nehmen können. Und dann hoffen, dass da genügend gute Loot mit dabei ist. Aber mal schauen dann. Wie weit war man? Ach, bis zur Bank waren wir ja gewesen, ja. Hat man die hier in der Mitte schon gehabt, oder? Ich weiß es ja nicht mehr. Mal meinen Scheinwerfer hier ausmachen. Ich bin erst hinter dir. Deswegen muss ich erstmal gucken, wo du bist. Ach, hier waren wir auch noch nicht drin in dir. Die Hütte haben wir da auch nicht. Garagen. Gibt's da irgendwo eine Kirche, habe ich gesehen? Ach so? Habe ich noch ja nicht auf dem Schirm gehabt. In dem Gefängnis, glaube ich. Von dahinter. Mhm. Ein kleines Haus haben wir da gemacht. Ja, was die Garagen sind, ne, die haben wir noch nicht. Aber den großen, was war hier noch? Na gut, müssen wir gucken, in dem Gefängnis war mal. Da warst du drin. Hier. So ein, zwei Häuserchen da. Kennst du da hinten? Hast du eine Fackel? Ja? Nö. Wo bist du denn? Brennt denn da nicht? Klar, du brennst, Markus. Ja? Jetzt hat's aufgehört. Komisch. Ja. Brenne eigentlich nicht, aber naja. Das hat er mir zumindest nicht angezeigt. Ja, aber ist aber schon eine ganze Weile her. Naja. Naja, irgendwas ist immer. Sah aber cool aus. Wusste ich wenigstens, wo du bist. Also immer schön in Flammen stecken und dann. So, dann mache ich gleich mal die Hütte hier noch mit. Ach, annackt kann man ja die Tür öffnen dann. Zombies hier nach draußen oder anlockt. Was war denn hier alles? Eher schöne Toilette, ein Kochtopf. Oh, ich habe da irgendeine schöne Schematik gefunden. Ich glaube, ich hatte gerade eine AK-Schematik gefunden. Oh, ach, da bist du noch. Ja, ja klar. Wo denn sonst? So, ich komme wieder. Erst dabei. So. Was kommt hier? Ja. Yeah. Erstmal gleich hier, die normalen Pfeile sind gleich alle, nämlich jetzt. Die Nachleihen hier. Gleich ihn verschossen, ey.
Oh, da schleicht sich ein Kriecher an, ey. Können wir so zielgerichtet gelatscht, ey? Das wird doch wohl. Ne. So, was habe ich denn hier von Laser Leg Armor Schematik? Jetzt kommen die auch noch zu mir hier. Ja. Naja, wenn sie kurz killt. Aber zu normalen Pfeilen eben dementsprechend. Ich habe jetzt die Eisenpfeile drinne. Da brauchst du wirklich bloß 2-3 Schuss und dann sind die tot, also das ist wirklich schon mal. Was habe ich denn jetzt an Schaden? 112, ja. Also das merkt man dann sofort gleich. Da. Boah, kommt so dumme Schweine um die Ecke hier rein, die habe ich total erschreckt. Wie kommt denn das ins Haus denn hier rein? Wo ist es jetzt hin? Weil jetzt ist schon vor 30 Meter weit weg. Boah, hab ich mich erschreckt. Die sind ja auch noch so schnell, weißt du? Ja. So, dann tun wir das mal alles scrappen hier. Dann gehen wir nochmal in das schön verbrannte Haus hier ran mit. Ja. Achso, hier haben wir ja auch noch. Nochmal Müll durchsuchen mit. Jetzt hinter der Bank? Hm? Hinter der Bank bist du ja. Ja. Du hast schon wieder die Feueranimation bei mir. Ja. Ja, cool. Ich brenne aber nicht. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, fängst du an mit brennen. Ja, ist doch mal. War nicht schön, aber. Michi, für mich ist es gut, immer wo du bist. Ja. Scrap, Cowboy Boots. Oh ja, die können wir da einpacken. Scrap. So, noch ein schöner Tresor hier unten, ey. Oh, der geht ja schnell hier. Das seht ihr mal. Guck mal, auf dem Dach ist nur ein Bett. Sonst gar nichts. Das ist auch mal blöder. Ja, jetzt und oh, zumindest ein paar Waffenteile drin, das ist schon mal schön. So, also sagst du, hier ist nichts mehr oben drin, dann ja. Das blendet. Nochmal das Silberhaus, ja. Aber diesmal ist mit Wasser gefüllt. Der Keller. Holy. Gar nicht, gar nicht. Dafür haben wir jetzt keine Zeit hier. Da ist auch ein Tresor drin, ne? Ja. Kann ich auch von draußen rein?
Weiß ich nicht. Ding oben. Wo war das gewesen, ja? Warum gemacht? Ne. Hier auch nicht. Immer letztes Mal haben wir es auch weggeschlagen. Für den Tresor haben wir es auch zu zweit geschlagen. Ja, warte, ich komme her. Hast du unten das weg, oder? Achso, musst du erstmal, ja. Hatte ich was hinter das Zusammenbrechen? Oh, Entschuldigung. Friendly Fire ist ja aus. Ja. So viel Mühe. Mal gucken, ob es belohnt wird. Langsam umschwenken. Ja. Na, oh, 4 Grad jetzt nur noch. 1 Grad. Na. Augen. Ich mach noch ein bisschen weiter. Dann kannst du eben dementsprechend zu Ende hacken. Und den öffnen dann. Oh, jetzt muss ich auf Doran. Aber sonst noch irgendwas hier unten? Nur 2 Teile waren da. Ja, tolle Wolle. Aber warte. Eins war lila. Ja, das ist schon mal gut. Denn egal was das war. Shotgun Receiver, glaube ich. Ja. So, dann haben wir das zumindest gemacht, ja, so. Das ist auch alles. Oben ist ja so oder so nicht, glaube ich, war. Hast du ja gesagt. Es kommt doch alles in das Haus an noch. In Bett. Also. Mehr ist ja auch nicht. Im Haus verlaufen hier eher. Ach, die jetzt rausführt. Da latschen aber mal viele Zombies rum hier. Oh, noch hier getroffen, ey. Na, schade. Vorsicht hinter dir. Noch den Rennie setzt, ich hoffe, es hat dabei. Ja. Beim Typen zumindest. Ja, Typen hatten die recht. Oh, Kopf wegschießen. Ja. Mensch, ja, ja. Ja. Sprech doch mal nicht davor, ey. Vorsicht, hier. Gut. Gut. Ja. War schon zu spät. Zu spät. Daneben.
21 Dollar dabei, gibt's ja auch nicht. Hier oben ist noch ein Tresor. Ja, ich hab. Komm hoch. Ja, dann machen wir noch kurz das Motel noch mit. Mhm. Mal gucken. Das ist zwar noch eine Kirche, aber in der Kirche ist auch nicht wirklich was drin. Nein, in den Särgen sind manchmal Sachen drin. Also Munition oder so. Ja. Aber nur in den großen. Ja. Da machen wir mein Inventar noch ein bisschen. Hütte nämlich. Im Hotel, L'Amour. Jetzt kann ich ihn noch. Ja, ah, in seiner scheiß Pflanze hängen geblieben, ja, ja. Hier sind ja schon wieder so viele Zombies, ja. Hupsala. Sei wo du bist. Da war was an. Ich komme. Oh, ich spring nicht an. Ja. Aber dich, mich und die Lady hier. Mach mal. Schon drei Pferde vorbeigeschossen. Hier besitzt. Ach, ach so. Dann noch eine. Dann noch eine kranke Schwester hier. Oh, ich habe gedacht, die fällt jetzt um hier. Macht's. Oh, daneben. Nochmal O. Jetzt. 17 Dollar zumindest dabei. Hör da mal auf hier. Na komm, wenn du schon immer stehst, setz dich hier. Ah, wird er daneben geschossen, ja. Jetzt, ich ruhe mal hier. So. Klo und Tresor, ihr habt es hier auch mit drin. Ach, da hinten in der Ecke, ja. Dann, ah, hier gibt es ja Bürostühle ohne Ende. Da können wir doch mal mitmachen, ja. Sehen, ob das unsere kaputte. Ranch noch mitmacht hier. Jo, Matze. Mal auf dem Poolboden, ob da auch noch was ist. Ja.
Machen wir den dann. Ich hätte irgendwie eine Änderung des ab und zu oder vielleicht. Ach, Leichen lagen da schon mal drin, glaube ich. Ja. So. Achso, ich kann ja auch mal das hier scrappen, ja. Mal gucken, was hier noch in dem Tresor drin ist. Weil sonst hast du ja die Wohnung eben dementsprechend vorne ist bloß ein Bett mit einer mit Klamotten drin, aber hinten eben hast du dann noch ein Bad. Da könnte man dann höchstens noch eine French finden oder sowas. Mal versuchen. In dem Safe waren ganze 11 Papier. Fängst du hier vorne unten an? Ne, du bist hinten. Na, nicht daneben schlagen hier. So, ach, das alles crappen. Achso, den kann ich ja bloß anziehen. Können wir das höchstens auch noch kaputt mitschlagen, das Glas. Damit. Kaffeeblinz haben wir eigentlich auch noch genügend. Branch, oh Branch. Na, hast du ihn? Gut. Stiefel, das kann man eigentlich so scrappen hier. Aber gleich wieder keine Pickaxe mehr. Achso. Ohne French habe ich auch gefunden jetzt hier. Die kann ich dir scrappen. Man könnte ja die dann, na gut, jetzt zu spät. Man könnte die ja ganz machen, denn den hochleveln. Ja, das muss ich mal probieren. Dass man eben verschiedene Franchises dann eben in der Werkbench dann eben zusammenführt, aber mal gucken, wie das wird, weil vor allen Dingen. Ja, meine ist kaputt. Ja. Grain Ei geholt, das in der Ei kann weg. Das ist der Ei doch besser. Ja, mal gucken, wie lange meine Big X hier noch hält. Weil da müssen wir ja dann so oder so dann zurück, denn. Jo. Ja, stimmt ja, hier war ja Klamotten. Ah, die lasse ich ja erstmal alle so weit komplett drinnen liegen. Bist du unten bei dir durch, ja? Ja.
Gehe ich mal in die Richtung hier. Geht das noch eine Stufe höher? Ja. Ach du Jemini. Bin ich bescheuert? Naja. Der kommt noch nicht durch, leider. So, haben wir das ja? Ja. Das haben wir auch nicht. In den Toiletten finde ich jetzt ja auch nicht mehr drin, ey. Das ist ja mal blöde. Shotgun-Munition rein, er meine. Hat man so oder so schon kaum Platz, er und dann. Findet man auch noch Zeug, was man mitnehmen möchte. Muss mich jetzt überall mit der Axt durchhacken. Ja. Vitamine, ach, nehme ich gleich, ja. Ja, ohne Stirn. Ach, Painkillers habe ich ja weggeschmissen, stimmt ja. Alles Crap, ja. So, nur noch ein Zimmer hier. Dann geht es zwar auch noch mal ein bisschen weiter, aber kommt erstmal nichts Interessantes da. Was für lange Zunge. Lauter Lupper. Ganz Lackschmähte. Oh, das ist gut. Das ist top. Ja klar, jetzt finde ich noch eine Pistole hier eher. Eine schöne Aussichtsterrasse, das ist immer schön. Dann bist du schon ein Stockwerk höher drin, oder? Oh, komm doch jetzt nicht mehr so schnell vorwärts. Achso, na gut, wenn nicht, mache ich hier mal. Die ersten zwei Räume gerade auf der Etage. Ja. Na, wenn nicht, mache ich die oft denn immer. Ist ja so oder so denn mit Eisenachs nochmal. Werden auch nochmal mit Axt. Dann gucke ich nämlich schon. Du hattest keine French mehr, oder? Du hattest jetzt schon mehrere. Ich habe jetzt schon mehrere einstecken, ja. Oh, letztes Jahr dran? Ja, müssen wir den mal holen dann. Der ist also, ja länger zu sehen, ne? Jupp, ganz genau. Da wo wir noch nicht waren, ist ja nicht so weit weg. Ja. Soll ich mich noch rennen entleeren, wenn du kriegst auf das Ding holen? Hm.
Wir haben so oder so jetzt schon so gutes Zeug mit dabei. Aber nicht so gutes Zeug. Ja, kannst du ja mal holen. Ich hab doch so keine Pickaxe. Wie lange bleibt das da liegen? Wie lange sieht man das? Jetzt eigentlich immer. Also zumindest siehst du den Fallschirm dann. Eben also auf der oben, auf der Dings, auf dem Kompass. Okay. Aber desto trotz müssen wir hier zumindest erstmal ein Ende finden. Eben, Sören holt jetzt noch den Airdrop, den machen wir uns dann auch in Richtung Heimat auf. So dass wir denn uns, denke ich mal, an Tag 7 abends dann wiedersehen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal, dann ciao.